In einer vorübergehenden Stille erheben sich Klingen zum Treueschwur und im Versprechen, Frieden und Ordnung wiederherzustellen. Wir schreiben das Jahr 190. Das Han-Kaiserreich steht kurz vor dem Untergang. Ruiniert durch korrupte Eunuchen und unterdrückt durch den Despoten Dong Zhuo. Bricht in dem ehemals friedlichen Reich Krieg aus. In dem wachsenden Chaos erhebt sich eine Rebellion und die Stimme des Kaisers wird durch den Schrei des Tyrannen erstickt. Das Land leidet. Auch wenn ein gemeinsamer Feind eine Allianz erfordert, wird ein solch schwaches Bündnis nicht ewig halten. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, Ni Hao und auch Salvete Spectatores zu einem weiteren Let's Play von Total War Three Kingdoms. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und wir gucken uns heute eine illustre, wichtige Figur in diesem Mächtekonzert an, nämlich niemand geringeren als Cao Cao, und wir hören erstmal, was die Kampagne zu ihm zu sagen hat. Die Herrschaft ist mein Schicksal. Cao Cao ist Zeuge des Falls von Dynastien und des Aufstiegs von Tyrannen. Er hat zugesehen, wie Macht in die Hände von Personen fiel, die dieser unwürdig waren. Und gegen das Chaos plant er einen Weg zurück zur Ordnung. Lesen wir mal ganz kurz seinen Text hier. Cao Cao ist Zeuge des Falls von Dynastien und des Aufstiegs von Tyrannen. Er hat gesehen, wie Macht in die Hände von Personen fiel, die dieser unwürdig waren. Und gegen das Chaos plant er einen Weg zurück zur Ordnung. Cao Cao gilt als strategisches Genie, das den Sieg um jeden Preis zu erzielen versucht. Sicher, dass der Zweck stets die Mittel heiligt. Einige nennen ihn vielleicht erbarmungslos, dennoch ist er ein achtsamer und umsichtiger Herrscher, der landwirtschaftliche Garnison unterhält, um sowohl seine Vorräte als auch die Bevölkerung in schwierigen Zeiten zu schützen. Um das nur mal ganz kurz hier vorwegzugreifen, tatsächlich in der Region Nordchina, wo wir unterwegs sind, wo es immer wieder militärische Auseinandersetzungen mit nomadisierenden Stämmen und den Banditen aus den Gebirgen gab, war es natürlich eine wichtige Aufgabe, dieses Gebiete militärisch zu sichern, und die Ansiedlung von Soldaten spielte hierbei eine ganz, ganz große Rolle. Cao Cao ist da sicherlich auch jemand, der sich dadurch besonders hervorgetan hat. Über weitere Dinge werden wir in dieser Kampagne noch hören. Für alle, die meinen Kanal übrigens noch nicht kennen, ich spiele ja Strategiespiele, bevorzugterweise eben solche aus der Total War Serie, aber eben auch Paradox-Titel. Und ich bin auch Historiker und sage immer etwas zu der Geschichte, in der wir uns hier bewegen und um die es hier geht. Gucken wir uns das Ganze kurz noch an. Cao Cao hat eine besondere Eigenschaft. Er hat Glaubwürdigkeit als einzigartige Ressource seiner Fraktion. Das ermöglicht diplomatische Manipulationen, zum Beispiel im positiven wie auch im negativen Sinne, und die Verbesserung diplomatischer Beziehungen. Das heißt, Diplomatie ist für uns hier ein wesentlicher Aspekt in dem ganzen Konzert. Wir haben als besondere Einheiten die Tiger- und Leopardenkavallerie. Das ist eine unfassbar starke Schockkavallerie. Und wir haben die schwere Tiger- und Leopardenkavallerie. Das ist eine noch stärkere Schockkavallerie, die wirklich ganz verheerend wirkt. Geringer Schaden ist hier, so lala zu genießen. Wenn man die geschickt manövriert, sind die wirklich verheerend. Einzigartiges Gebäude sind die Landwirtschaftsgarnisonen, das ist ja sehr typisch für ihn, und die Tuntian-Einberufung, ein Militärgebäude, das wir im Laufe der Kampagne auch noch weiter kennenlernen. Wir haben zwei wichtige Generäle hier, die für uns bedeutsam sind, nämlich Xiao Duan und noch Xiao Yuan, und die werden uns in dieser Kampagne begleiten. Und wir spielen das Ganze natürlich wieder auf legendärer Schwierigkeitsstufe.
Tageszeit stelle ich auf Standard, damit das auch mal so hin und her wechselt. Und ich hoffe, die Einstellungen sind für euch soweit okay. Wir bekommen günstigere Kavallerie übrigens und mehr Militärvorräte. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Gucken wir mal in die Kampagne rein. Funken zeichnen sich gegen die dunkle Nacht ab. Der Tyrann Dong Zhuo streut die Flammen der Verwüstung. Luo Yang brennt. Chaos breitet sich aus, nachdem die Eunuchen gestürzt wurden. Die Han straucheln mitten im Scheiterhaufen. Die Dunkelheit funkelt nur so vor Möglichkeiten. Die Schwäche des einen ist die Stärke des anderen. Cao Cao beobachtet das Ganze und bereitet sich vor, denn sein Moment naht. Die Ordnung wird um jeden Preis wiederhergestellt. China ist in Aufruhr. Das große Kaiserreich der Han, das schon Ewigkeiten überdauerte, wird von Korruption zerfressen. Die gelben Turbane hissten ihre Flaggen zu Tausenden in Rebellion und brachten Komtureien im ganzen Reich unter ihre Kontrolle. Als Antwort darauf erhoben sich kaisertreue Generäle und setzten dem Aufstand ein Ende. Doch trotz des Sieges wuchs das Chaos nur an. Da die Korruption vom Herzen des Kaiserreichs ausging, stürmten loyale Generäle den kaiserlichen Palast, um die 10 Eunuchen, den Ursprung allen Übels in China, zu töten. Inmitten dieses Wahnsinns schnappte sich der Kriegsherr Dong Zhuo den Kaiser. Der große Krieger Lü Bu stand ihm zur Seite und so wagte es niemand, sich ihm zu widersetzen. Als Antwort auf Dong Zhuos unverschämte Taten, auf seinen Verrat, wie einige es nannten, entstand eine Koalition aus Kriegsherren unter der Führung des charismatischen Yuan Shao, um die Han zu retten. Da er sich einer vereinten Front gegenübersah, zog sich Dong Zhuo nach Westen in seine Hochburg Chang'an zurück und brannte bei seiner Flucht die alte Hauptstadt Luoyang nieder. Wir befinden uns im Jahr 190 nach Christus. Und die Koalition ist so gut wie zusammengebrochen. Kriegsherren aus allen Himmelsrichtungen nutzen die Gelegenheit, um inmitten des Chaos zu Reichtum zu gelangen. Die Verbliebenen der gelben Turbane ziehen noch immer über das Land und wollen das Zeitalter des gelben Himmels einläuten, während Glücksritter die Veränderung in der Luft spüren und ihr Schicksal in eine neue Richtung führen möchten. Das Gleichgewicht verschiebt sich. Und China selbst hängt am seidenen Faden. Die Flammen haben Luo Yang bis auf den Boden niedergebrannt. Es ist das Werk des Tyrannen Dong Zhuo, der nun über uneingeschränkte Macht verfügt. Er ist mit dem Kaiser im Schlepptau geflüchtet. Er ist zwar brutal, aber nicht völlig töricht. Solange er den Hof kontrolliert, kontrolliert er das Reich. In Friedenszeiten bin ich ein fähiger Untertan. Im Chaos ein schlauer Held. Was ist mit der Koalition, Herr? Sie haben... Die Koalition ist Geschichte. Sie hat ihren Biss verloren. Aber vielleicht kann sie zu ihrer alten Stärke zurückgeführt werden. Es scheint, als müsste ich die Klinge der Gerechtigkeit in China sein. Denn niemand sonst ist dazu in der Lage. Die Dauer eines Lebens, ob es lang oder kurz ist, hängt nicht allein vom Himmel ab. Unsere erste Mission. Baut eure Macht aus. Nehmt euch vor Yuan Shu im Westen und Tao Qian im Osten in Acht.
Taoshian, Entschuldigung. Ich glaube, also verzeiht mir bitte, wenn ich da die Namen manchmal falsch ausspreche. Ich bin da bei der Umschrift nicht immer so sicher, ne? Aber ich gebe mein Bestes und freue mich natürlich auch über eure Anmerkungen in den Kommentaren. Nehmt die benachbarten Regionen des Han-Kaiserreiches ein. Gegen die kämpfen wir also. Dann müssen wir jetzt erstmal eine Armee in der Schlacht besiegen. Yuan Huan hier vorne. Und wir bekommen dadurch verbesserte Militärvorräte und noch zusätzliche Moral für ein paar Runden. Und ihr seht also, diese Armee, mit der wir hier aufmarschieren, die ist schon gar nicht mal so schwach. Wir haben bereits eine Einheit schwerer Tiger- und Leopardenkavallerie. Die ist gut gegen Fernkämpfer. Und wir sehen auch hier, diese Armee gilt für uns jetzt als nicht so gefährlich, aber er hat immerhin eine Einheit Bogenschützen, ein bisschen was an Infanterie und er hat auch eine Kavallerieeinheit, vor der sollten wir uns natürlich nochmal in Acht nehmen. Wir führen zuerst mal dieses Gefecht. Und wir gucken uns mal ganz kurz die Karte noch an. Wie sieht denn das hier gleich aus? Offenes Gelände, das ist für uns gut, weil wir die überlegenere Kavallerie haben. Der Nachteil ist, wir haben keine Fernkämpfer. Vielleicht können wir unsere Generäle hier effektiv einsetzen. Ach so, wartet nochmal ganz kurz. Die Karte schließen wir nochmal. Jetzt habe ich natürlich vergessen zu gucken, welche Gegenstände der hier hat, ne? Also egal, wir starten das Gefecht jetzt trotzdem. In China herrscht Chaos, doch ich habe eine Chance gefunden. Diese Menschen, diese streitenden Menschen, lassen sich leichter sammeln, leichter kontrollieren. Nur ich werde China Frieden bringen. Wer sich gegen mich stellt, wird verschwinden. Dann hoffen wir mal, dass wir das wahr machen können, ne? Okay. Wir können hier... Ah, unnachgiebige Erde, sehr starke Fähigkeit auf jeden Fall, die wir einsetzen können. Und... Xiao Duan hat das Lähmen als Angriff. Okay. Wie viel Nahkampfschaden machst du so? Rüstungsdurchdringend 1199 und 1058. Also du bist deutlich stärker als Cao Cao. Der ist ein Kommandant. Und so sollte man ihn natürlich auch spielen. Dass er hier effektiv seine Einheiten unterstützen kann. Unsere Einheiten sind auch etwas loyaler. Das heißt, wir müssen hier keinen General in der ersten Schlacht entsorgen. Wenn das Gefecht starten und mal vorrücken. Jetzt machen wir mal auf dreifache Geschwindigkeit. Ich glaube, das gehört zur legendären Schwierigkeitsstufe dazu, dass wir hier nicht sehen, wie weit die gegnerischen Bogenschützen schießen können. Aber das ist auch nicht so schlimm. Wir finden das raus, indem wir hier mit unseren beiden Generälen mal ein bisschen vorpreschen. Du möchtest hier gerne ein Duell mit Cao Cao. Hören, hören. Nehmen wir das mal an. Und dann können wir uns das auch hier mal direkt angucken, wie das aussieht. Oh nein, er hat uns vom Pferd gestoßen. Tatsächlich ist das aber nicht so schrecklich. Nahkampfphase beginnt. Wir stärken unseren General mal direkt ein bisschen. Versuchen hier ein bisschen näher ranzureiten. Wenn jetzt seine Fernkämpfer attackieren. Spart euch die Luft! Ihr werdet sie brauchen! Einen Schritt näher am Sieg! Unsere Nahkampfkavallerie schicken wir hier rüber. Und unsere Schockkavallerie schicken wir hier hin. Kannst einfach mal ein bisschen Flächenschaden machen. Und dich weiter um seine Bogenschützen kümmern. Vielleicht erwischen wir ihn noch im Rücken. Jetzt müssen ein paar einzelne Einheiten. Was sicherlich ganz gut ist. Jetzt kommen unsere. Kommt auch unsere Schockkavallerie mit den Speerkämpfern dazu. Der verhasste Narr und sein endloses. Vor den Schwertkämpfern nehmen wir uns aber noch in Acht. Hier werden wir flankieren. Sein General werden wir aufreiben. Auch die gegnerische Kavallerie haben wir erwischt. Bei den Jungs passen wir aber ein bisschen auf. Du kannst dich hier hochziehen. Du hast den Angriffsbefehl bereits bekommen. Cao Cao bewegt sich hier rüber. Die Einheiten da hinten haben wir aufgerieben. Du kommst jetzt bitte hier hin. Das eine Einheit, die jetzt nicht unbedingt verfolgen sollte. Sondern stattdessen... Achtet mal darauf, wie das aussieht, wenn wir ihn in den Rücken chargen. Und da seht ihr schon direkt, wie verheerend diese Verluste sind, ne? Durch so ein Flankierungsmanöver, das muss man hier an der Stelle als Register auf jeden Fall ziehen.
Das ist die falsche Einheit, bitte. Hier rüber. Hier hoch. Shadowrun kann direkt hier mitkommen. So muss es aussehen. Man sieht tatsächlich wieder, wie wichtig die Positionierung, die richtige Einheitenpositionierung hier ist. Sodass man eben effektiv den maximalen Schaden auch mit dieser Schockkavallerie anrichten kann. Und ihr seht einfach hier, da steht niedriger Schaden, ne? Das bezieht sich ja bestenfalls auf die... auf den Nahkampfwert, und das kann tatsächlich sein. Aber es ist eine schwer gepanzerte Kavallerie, die ein unfassbares Aufprallgewicht erzeugen kann. Die haben 91 Kills gemacht, und wenn ihr euch jetzt nochmal dran erinnert, die hat ja nur einmal wirklich gecharged, diese Kavallerie. Also das ist ein ganz, ganz, ganz verheerender, ein ganz, ganz, ganz verheerender Schlag. Wir nehmen hier das Lösegeld mit. Lasst sie gehen. Sie sind unwichtig. Gemeinsam. Das bringt uns zusätzliches Einkommen, und... Ihr seht auch hier oben schon, wir bekommen pro Runde Glaubwürdigkeit hinzu. Wir haben unsere erste Mission geschafft, bekommen mehr Militärverräte und mehr Moral. Und wir sollen jetzt den Nutztierhof in Chen einnehmen. Und das werden wir auch gleich tun. Wir bekommen eine Bonuserfahrung. Und ihr seht auch hier übrigens, ne, die beiden, die verstehen sich gut. So, und jetzt gucken wir nochmal in die Gegenstände rein. Cao Cao natürlich mit legendären Gegenständen ausgestattet hier. Der Schattenläufer, ein Set. Und wir brauchen also noch den Jadereiter. Müssen wir mal gucken, ob man den irgendwo herbekommen kann. Das wäre mir das ein oder andere Geld tatsächlich wert. Es gibt plus 30 Punkte Angriffsbonus auf die Armee. Das heißt also, jeder Schockangriff unserer Einheiten wird nochmal einen... zusätzliche 30 Damage machen, das ist verheerend. Also wenn wir das schaffen können, das wäre unfassbar gut. Wir haben außerdem noch mehrere Berater hier zugebote, Baumeister, Ordnungshüter und so weiter. Die sollten wir natürlich auch so wählen, dass wir vielleicht hier Wege der Natur, plus 5 Bewegungsreichweite auf der Kampagnenkarte, dass wir vielleicht das ein oder andere Set bekommen können. Hier, das ist mehr so eine Verwaltungssache für die Verwaltung der Komturei. Das wird Cao Cao jetzt erstmal noch nicht unbedingt machen. Und hier die zusätzliche Autorität, öffentliche Ordnung, fraktionsweit, Kriegsrecht. Wenn wir es noch hier schaffen, die Staatsgespräche in unseren Besitz zu bringen, dann bekommen wir plus 4 öffentliche Ordnung, auch wieder für die verwaltenden Komtureien. Müssen wir gleich mal gucken, was wir eben hier noch ausrüsten. Dann haben wir noch hier mehr Zufriedenheit, weniger Unterhalt des Gefolges und zusätzliches Wissen. Und hier durch den hölzernen Fisch bekommen wir mehr Entschlossenheit und mehr Zufriedenheit. Auch das sicherlich ein guter Effekt. Wir rüsten ihn erstmal hier mit Zhuangxi aus. Zhuangxi. Der Unterhalt der Einheiten, der interessiert mich hier am meisten. Und die fraktionsweite öffentliche Ordnung, die ist sicherlich auch nicht verkehrt. Was haben wir hier noch? Keilformation. Das ist natürlich auch stark, ne, für den Hirten, damit wir hier nochmal effektiver kämpfen können. Das hätten wir eben auch ganz gut gebrauchen können. Aber ist okay, wenn wir es jetzt mitnehmen. Bringt uns 2 Punkte Entschlossenheit. Autorität gibt uns einen sehr schönen Buff auf die Moral. List bringt uns mehr Militärvorräte und mehr Munition. Auch das sicherlich ein sehr guter Trade. Wir können natürlich auch mal gerade bei dir gucken. Noch mehr Entschlossenheit für dich bringt dir nochmal zusätzliche Hitpoints auf jeden Fall. Der hat schon 50% mehr Gesundheit. Hier bekommen wir lediglich 3 bei 34. Ich muss mal rausfinden, wie hoch diese Stufungen jeweils sind. Du hast 118 und bekommst 50 mehr. Also da müssen wir schon gucken, dass wir da noch mehr rausholen können. 4 Punkte wird wahrscheinlich noch nicht den großen Unterschied geben. Du gibst mir schon mal mehr Ausweichen im Nahkampf, was sicherlich auch nicht schlecht ist. Nehmen wir hier den Astronomen mit. Und für die eigene Armee, das müsste ja dann armeeweit gelten und nicht nur für das Gefolge. Also insofern können wir das hier gerne mit guten Gewissens nehmen. Und wir packen dir ja auch noch ein bisschen mehr Entschlossenheit und Zufriedenheit mit rein. Und ihr seht jetzt also unser Streiter, Xiao Duan, als legendärer Streiter, der hat 55% mehr Trefferpunkte. Das ist ein richtiger Tank. Und der kann richtig gut kämpfen. Ein Speer, mehr Wissen und Instinkt, mehr Entschlossenheit hierdurch.
Ich schaue nicht durch das Hotte Hü. Das ist sicherlich gut. Hier besteht kein Bedarf, die Waffen zu wechseln. Hier haben wir noch den Familienspeer, den hat Xiao Yuan. Den werden wir bei Zeiten auch noch aufstellen können. Aber noch nicht in der ersten Runde. Das geht noch nicht. So, dann werden wir Chen angreifen. Verschont keinen! Zermalmt sie! Und ihr seht auch hier, da ist die Garnison schon ein bisschen geschwächt. Er hat dreimal Speerinfanterie, er hat einmal Bogenschützenmiliz. Auch da gucken wir uns ganz kurz mal die Karte an. Und sehen, das wird eine offene Fläche sein, auf der wir kämpfen. Das sieht doch gut aus. Da können wir das Gefecht starten. Die Welt wird sich vor uns verneigen. Eure Stärke führt uns zum Sieg, Freund. Was getan werden muss, wird getan. Genau, und das Erste, was wir tun müssen, ist den Typen da ausschalten. Und uns diese Stadt hier sichern. Sehr gut. Ich möchte hier nicht gerne in den Bogenschützenhinterhalt gelockt werden. Deswegen positionieren wir uns etwas anders. Kavallerie nehme ich tatsächlich wirklich nicht gerne zum Scouten. Schockkavallerie können wir direkt mal in den Keil stellen. Gucken wir mal, ob wir schon was sehen. Sieht hier schon mal gut aus. Mit der Alt-Taste kann man die Einheiten übrigens so ein bisschen zurechtrücken. Das machen wir jetzt auch. Unsere Kommandanten nehmen hier die Flanke. Gucken erstmal, was er mit seinen Fernkämpfern macht. Ich denke mal, dass wir ihn hier wirklich ein bisschen ausmanövrieren können. Stell dich mal hier hin, dann bist du verborgen. Wir treiben mal die Bogenschützen so ein bisschen vor uns her. Chargen die nur einmal an. Du chargest aber ziemlich dämlich, muss man gerade so sagen. Der charge ja mitten in die Speerkämpfer rein. Zau kommt mal mit dazu. Und das gibt uns hier jetzt die Möglichkeit, ihn einzukesseln. Jetzt haben wir die Nahkampfüberlegenheit mit 4 Truppen, können wir flankieren. Und dazu kommt noch, dass wir eine sehr mobile Kavallerie haben. Was haben wir hier? Yi Infanterie, Yi Miliz. Relativ schwache Moral, die werden wir also schaffen. Und die Bogenschützen haben wir sogar schon in die Flucht geschlagen. Ich würde mal sagen, unsere Kavallerie, die bewegen wir mal mit der Shift-Taste hier einmal außenrum. Ihr seht übrigens, ne, die Leoparden- und Tigerkavallerie, die ist wirklich sehr, sehr langsam. Das macht aber nichts. Halt du dich zurück. Ich möchte nicht, dass du den ersten Angriff hier einnehmen musst. Ihr seht, die KI-Einheiten sind sehr schnell. Jetzt können wir ihn hier im Rücken chargen. Versuchen, die Einheiten direkt zu binden. Komm zurück. Das ist eine Defensiveinheit, die er hier spielt. Wäre jetzt natürlich auch nicht schlecht, wenn die Kommandanten halt näher dran wären. So, der erste Aufprall hier. Der zweite Aufprall hier. Wir sehen hier, alleine die Nahkampfkavallerie macht einen sehr schönen Charge. Aber weil sich seine Infanterie hier gleich umdrehen wird, um uns weiter zu bedrängen, ziehen wir uns zurück. Ist aber gar nicht mehr nötig, wir haben die Schlacht schon gewonnen. Ihr seht, wie heftig so ein Kavallerieflankierungsmanöver wirken kann. Unfassbar, kaum zu bändigen, der Mann hier. Richtig, richtig krasser Typ.
100 Kills, 56 Kills. Ihr seht hier, wer die Arbeit macht in den Schlachten. Meine Strategie war unübertroffen. Das kann man tatsächlich so sagen. Die war wirklich sehr unübertroffen. Und wir werden diese Stadt hier nur besetzen. Sie hat 25.000 Einwohner. Das ist sehr wenig. Aber die öffentliche Ordnung hier ist gar nicht so schlecht. Dieser Ort gehört nun uns. Das kann man so sagen. Die nächste Belohnung, wir müssen ein Gebäude errichten und wir bekommen dadurch günstigere Baukosten und niedrigere Bauzeiten. Und wir bekommen eine Bonuserfahrung für Cao Cao, damit müsste er eigentlich einen Stufenanstieg geschafft haben. Oh nee, noch nicht. Interessant. Okay, machen wir dann vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt. Haben wir Unterstützung, haben wir noch mehr Unterstützung erhalten? Hier haben wir noch einen Bogen. List. Ich glaube, alles andere haben wir, ne? Okay. So sehen unsere Provinzen jetzt hier erstmal aus. Wir können mit Cao Cao natürlich jetzt nicht mehr weiter rumrennen, nachdem man eine Provinz erobert hat oder eine Region einer Komturei. Muss man erstmal hier ein bisschen warten. Das Ackerland hier drüben wäre unsere nächste Anlaufstelle, um diese Komturei hier vollständig zu kontrollieren. Und wir sehen hier, wir könnten also... Stationierte Streitkraft links, okay, alles klar. Wir sollten also ein Gebäude jetzt wählen, das nicht so teuer ist und relativ schnell geht, damit wir bald hier unsere Ortschaft aufwerten können. Das ist sehr wichtig, denn erstens ist es teuer, zweitens werden wir einen Buff bekommen, wir werden schneller bauen. Und ja, das sollten wir also uns nicht entgehen lassen. Wir bekommen Bevölkerungswachstum und Nahrung durch dieses Grundbuchamt. Die Nahrungsversorgung ist wirklich wichtig, denn sie gibt uns höhere Reserven. Und ihr seht auch hier, diese Reserven sind insofern entscheidend, weil sie unsere Verlustverstärkungsrate erhöhen. Plus 6% durch die Nachschubrate, wenn die voll ist. Und außerdem nochmal plus 2 durch die Militärvorräte. Ne? Also, Entschuldigung, 6% Nachschubrate, das ist ein künstlicher Effekt, den wir halt bekommen. 2% Militärvorräte, den können wir tatsächlich so direkt beeinflussen. Ansonsten ist diese Verstärkungsrate etwas, was man nicht so leicht beeinflussen kann. Das heißt also im Vergleich zu Thrones of Britannia, falls ihr das mal vorher gespielt habt, bei Thrones of Britannia war das schon sehr wichtig, dass man eine hohe Verstärkungsrate hat. Ich finde, hier ist es teilweise noch wichtiger. Wir gucken uns ganz kurz die möglichen Gebäude an. Hier können wir jetzt für 3 Runden zusätzliches landwirtschaftliches Einkommen und nochmal mehr Nahrung generieren. Außerdem verbessern wir die Garnison in diesem Bereich. Das ist sicherlich nicht verkehrt. Aber die Ortschaft aufzuwerten, das sollte unsere Priorität sein. Und dann müssen wir uns überlegen, was wir jetzt hier bauen. Dazu bietet es sich an, entweder die Einberufung zu bauen. Die Einberufung gibt uns aber nur mehr Erfahrung eigentlich bei den Einheiten. Sie macht die Regierungsgebäude billiger. Und sie wird unser Bevölkerungswachstum ein bisschen senken. Ihr seht also hier, das senkt sie nochmal deutlich stärker. Verbessert aber auch die Nahrungsproduktion nochmal. Das ist sicherlich schon ein sehr guter Vorteil. Es würde sich aber hier anbieten, in meinen Augen eher ein Gebäude zu bauen, wie zum Beispiel hier diese militärische Infrastruktur, durch die man zusätzliche Garnisonseinheiten bekommt, weil man damit effektiver seine Städte verteidigen kann. Ich schlage tatsächlich vor, hier vielleicht so einen Regierungsstützpunkt zu bauen. Denn das hier ist eine landwirtschaftliche Region. Ihr seht es ja auch hier. Ne? Das sind alles Landwirtschaftsgebäude eigentlich. Und wenn das Ding schon Ackerland heißt, bietet sich das einfach an. Das kostet nur 800. Wir bauen es innerhalb von einer Runde. Das ist doch ein schöner Zug, oder? Sollten wir mal bauen. Ne? Wir versuchen jetzt das Maximum an Buffs rauszuholen. Ich schlage nämlich vor, wir bauen das jetzt hier in der ersten Runde. Dann bauen wir ein Gebäude, das normalerweise 3 Runden bauen würde. Das dann aber nur 2 Runden dauert. Dann nehmen wir den maximalen Nutzen aus unserem Vorteil. Wir haben jetzt für 3 Runden eine günstigere Bauphase. Ne? Gilt es eigentlich? Genau, ab dann, wenn das fertig ist, dann bauen wir etwas für 2 Runden. Und nachher bauen wir nochmal hier unsere Ortschaft aus. Dann haben wir das Maximum rausgeholt. Wir machen ganz gut Geld. Wir können hier tatsächlich die Steuerreduktion hinnehmen, aber das habe ich in der anderen Kampagne gemacht. Das mache ich hier jetzt noch nicht, weil ich hier tatsächlich gerne das Geld mitnehmen würde. Und dieses zusätzliche Geld können wir gut gebrauchen, um gleich mehr Gebäude zu bauen. Wir haben noch keine Diplomatie gemacht. Und Diplomatie ist tatsächlich etwas, was sehr wichtig ist für Cao Cao. Denn wie ihr seht, wir haben viele unfreundliche und feindliche Nachbarn. Wir haben einige, die noch nicht so ganz entschieden sind. Und Yuan Shao momentan ist noch unser
Freund, das wird er nicht ewig bleiben. Wir können davon ausgehen, dass er sich irgendwann gegen uns stellen wird. Ich gehe ganz schnell auf das schnelle Abkommen. Das zeigt mir zumindest mal an, mit wem wir Handelsverträge schließen können. Und die gucken wir uns mal einfach an. 293, 286, 286. Die handeln mit Reis und du handelst ohne Reis. Ne? Jetzt schauen wir mal gerade. Er ist arm, er ist auch arm und er ist auch arm. Hm, das ist natürlich nicht ganz so gut. Das heißt, ich würde natürlich gerne ein Abkommen unterzeichnen, das mir zusätzliches Einkommen ermöglicht. Er ist friedlich. Liu Dai. Ja, Wang Lang. Kong Zhuo. Okay, lassen wir das mal außen vor. Militärischer Zugang. Steht noch vielleicht. Nicht-Angriffspakt mit Wang Lang. Das sieht auf jeden Fall mal brauchbar aus. Der würde das auf jeden Fall machen und uns Geld dafür anbieten. Wir haben das Abkommen raus. Lasst uns reden. Ja, wir wollen um eine Zahlung bitten. Das machst du nicht. Schade. Ja, du würdest nur den Nicht-Angriffspakt machen. Das muss ich mir nochmal überlegen. Also ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt, was wir so machen können. Mit Kong Zhuo können wir auf jeden Fall ein Handelsabkommen aushandeln. Und wir könnten ihm vielleicht sogar noch eine Unterstützung abtrotzen. Aber tatsächlich ist das noch nicht das Wichtigste, was ich jetzt an dieser Stelle brauche. Ich denke eher, ich werde vielleicht mal Unterstützung einfordern, indem ich dann Gegenstände verkaufe. Wir bringen erstmal dieses Abkommen zum Laufen. Ich klicke einfach drauf, tippe irgendwie 5000 ein und sage dann, bring es zum Laufen. Dann stellt die KI mir das automatisch ein. Wir sehen übrigens, Kong Zhuo wird uns dann ein bisschen mehr mögen. Finde ich doch gut. Das können wir an der Stelle auf jeden Fall mal machen. Und den Nicht-Angriffspakt mit Wang Lang, den können wir auch noch unterzeichnen, denke ich. Setzt euch. Ne, weil verlangen können wir dafür nicht mehr viel. Ist aber in Ordnung, der ist friedlich. Bei Kong Zhuo müssen wir tatsächlich so ein bisschen aufpassen. Denn ich bin wirklich da der Meinung, der ist nicht ganz vertrauenswürdig. Friedensverträge kriegen wir nicht, Militärzugang können wir jetzt auch nicht verkaufen. Was könnten wir jetzt noch machen? Wir könnten jetzt noch ein bisschen mit Gegenständen handeln. Da sollten wir uns dann halt Leute aussuchen, die uns dafür Geld geben können, wie zum Beispiel Yan Shao. Freude, euch zu sehen. Na, da könnten wir dann also hier schauen, dass wir dem was verkaufen. Wobei ich tatsächlich finde, wir haben momentan so gute Gegenstände, die will ich noch nicht verkaufen. Die behalten wir erstmal. Ich wollte nur zeigen, dass das momentan möglich ist. Ne? Okay. Soweit dann erstmal so gut. Das war unsere erste Runde. Da passiert noch nicht so wahnsinnig viel. Alles andere sehen wir aber dann gleich. Und in der nächsten Runde können wir auch noch ein bisschen rekrutieren. Das ist auch eine gute Sache. Zu den Waffen. Unsere Wirtschaft wächst. Wir kriegen jetzt den Buff für 3 Runden. 20% weniger Baukosten und eine kürzere Bauzeit. Was siehst du, ich habe vergessen. Ich wollte vielleicht noch gucken, ob ich hier jemanden reinsetzen kann als Verwalter. Was brächtest du mir denn? Einkommen aus Landwirtschaft. Finde ich gut. 15 Runden. Das machen wir mal. Noch. Dann gehen wir kurz an den Hof. Schauen wir mal, was wir Lady Bian noch mitgeben können. Zeig's mir doch nochmal. Den kannst du auf jeden Fall noch mitnehmen. Der Bogen bringt mir hier leider noch nichts. Ermöglicht berittenes Feuer beim Bewegen. Ja, das ist unfassbar mächtig, wenn wir berittene Bogenschützen haben. Aber gut. So, das Ackerland ist hier unten. Alles klar. Es wäre auch eine Option hier zu sagen, wir greifen Yang Shu an. Aber tatsächlich ist das noch nicht so eine hohe Priorität für uns. Ihr seht übrigens, wir machen ganz gut Geld.
In der nächsten Runde haben wir ein Gebäude gebaut, was die landwirtschaftliche Produktivität erhöht. Wir suchen uns jetzt noch eins raus. Das bauen wir in zwei Runden, verbraucht aber Nahrung, gibt uns dafür Bevölkerungswachstum. Ist am Anfang noch nicht ganz so praktisch. Am Anfang ist es tatsächlich sinnvoller, erstmal Gebäude zu produzieren, die Nahrung herstellen, damit wir in diesem Fall auf jeden Fall noch einen höheren Handelsspielraum haben, denn viele unserer Nachbarn werden auf jeden Fall Nahrung brauchen. Und wir haben hier momentan keine so gute öffentliche Ordnung. Plus 8, wenn wir rausgehen, wird die wahrscheinlich so bei 0 weiter pendeln. Das ist aber okay. Wir laufen Richtung Hauptstadt. Wir können hier noch ein paar Einheiten rekrutieren. Das sollten wir auch machen. Die Frage ist, nehmen wir so ein paar Einheiten mit oder holen wir uns noch einen Kommandanten? Da müssen wir mal gucken, wer gut mit uns kann. Xiaoyan kann ganz gut. Cao Ren, einer unserer Söhne, der kann auch gut. Der bringt Äxte mit. Sicherlich eine coole Idee. 53 ist es okay. Einen weiteren Vorreiter brauchen wir hier nicht unbedingt. Finde ich. Der Wächter bringt uns nochmal eine sehr schöne Infanterie-Kombination mit. Krieger, antreten! Und dann holen wir uns hier noch zwei Bogenschützen mit rein. Und das reicht dann auch erstmal als Truppe. So, wir gucken. Fraktionsentwicklung. Haben wir da was Besonderes? Rebellion der blauen, der gelben Turbane. Die haben eine Ortschaft hier gegründet. Ja, gegen die müssen wir auf jeden Fall auch kämpfen. Wir haben das Landwirtschaftsgebäude gebaut. Wir haben Leute in unserer Nachbarschaft bekommen, die wir anwerben können. Da schauen wir mal ganz kurz. Können wir aber wegklicken. Ist noch nicht so wichtig. Wir haben Unterstützung erhalten. Ein Verwalter der Bauernhöfe. Okay, das müssen wir mal gerade zeigen. Haben wir jetzt einen zweiten bekommen? Oder nee, den hast du eben gekriegt, ne? Eine glückliche Fügung. Aufträge sind zugewiesen. Und was haben wir hier? General ernannt. Ernennung, genau. Schön. Wir checken nochmal weitere mögliche Abkommen. Bieten sich hier noch nicht an. Kongjo wäre eigentlich gut. Wenn wir da eins bekommen hätten. Ein Vergnügen. Nach wie vor kein Interesse an meiner Seite. Wir können aber natürlich, wenn wir hier noch ein bisschen mehr Punkte haben, dann können wir die auch mal langsam einsetzen, um da ein bisschen mehr noch zu erreichen. Wir haben die nächste erfolgreiche Mission, weil wir Einheiten rekrutiert haben. Wir bekommen 50% Bonus-Erfahrung für Einheiten pro Jahreszeit und wir bekommen 10% mehr Nachschub. Das ist insofern wichtig, weil wir unsere Armeen jetzt sehr schnell aufstellen können. Wir bekommen einen Glaubwürdigkeitsbonus, wenn wir eine dritte Siedlung einnehmen. Das machen wir auch noch. Das Ackerland ist hier unten, ne? Okay. Sieht hier unten aus, ist aber okay. Wenn du hier hinlaufen wollen würdest, dann würdest du so laufen. Das dauert aber noch ein bisschen. Dann läufst du erstmal hier hin. Ich will noch in der eigenen Provinz stehen, damit wir hier mehr Verstärkungen generieren. Nächste Runde ist unser Gebäude fertig. Wir sollten also schauen, dass wir die 1600 übrig behalten. Wir können theoretisch noch ein bisschen Geld ausgeben. Machen wir aber noch. Also wir geben jetzt aber kein zusätzliches Geld aus. Wir haben unsere zwei Bogenschützen und die reichen auch erstmal. Und wir haben unsere Infanterie und die reicht auch erstmal. Das ist erstmal okay. Tatsächlich kann man dieses Spiel slow playen. Es ist nicht unbedingt von Vorteil, wenn man schnell versucht, aggressiv zu expandieren. Weil man sich dadurch doch teilweise heftige Diplomatiestrafen einhandelt. Das ist unsere Mission aktuell. Dass unsere Armee, die noch nichts gemacht hat.
Da ist unsere Provinz, wo wir jetzt wieder was bauen können. Wir nutzen also den maximalen Vorteil hier unseres Buffs aus und verbessern jetzt die Siedlungsstruktur. Ab da fangen die, ab Stufe 4 fangen die dann übrigens auch an, Nahrung zu verbrauchen. Und insofern ist es gut, dass wir uns hier noch ein bisschen Nahrung rausgehandelt haben. Wir können auch den ersten Erlass raushauen. Und weil wir ja wissen, wir haben Handelspartner in unserer Nähe, sollten wir uns noch was holen, was uns ein zusätzliches Handelsabkommen gibt. Das sorgt am Anfang unverhältnismäßig für viel, viel, viel mehr Geld. Liu Dai und Wang Lang, nochmal ganz kurz gucken. Du magst das Kaiserreich der Han auch nicht. Du bist noch relativ neutral, sogar mit den Turbanen. Welch Freude, euch zu sehen. Für 535. Das ist doch eine schöne, super Idee, ne? Und wir haben nochmal gutes Geld gemacht. Diplomatie, so ist meine Philosophie in diesen Total War Spielen, sollte in erster Linie mal dazu dienen, dass wir ein bisschen Geld bekommen. Das ist das eine. Und auf der anderen Seite sollte sie uns natürlich ermöglichen, Frieden zu schließen. Denn auch wenn dieses Spiel Total War heißt, so viele Kriege auf einmal zu führen, ist tatsächlich nicht unbedingt erstrebenswert. Ihr wollt eigentlich eher gucken, dass ihr eure Kriege auf ein überschaubares Maß begrenzt. Und diese Armee, die werden wir jetzt erstmal aushungern, weil eine mögliche Schlacht mache ich, wenn dann im nächsten Part. Und wir sind gleich wieder zurück und dann hören wir noch ein bisschen was zu Cao Caos Hintergrundgeschichte und seiner Person und ein bisschen was über die allgemeine Geschichte des chinesischen Reiches in dieser Zeit. Es gibt wohl kaum eine Figur, die diesen Streit der drei Reiche oder generell diese Zeit so gut beschreibt, wie die Persönlichkeit von Cao Cao am Anfang oder zumindest auf dem Höhepunkt seiner Macht. Ich werde heute nur so die groben Rahmenbedingungen umreißen, in denen das stattgefunden hat, und in weiteren Parts noch darauf eingehen. Cao Cao und sein ganzer politischer Werdegang wäre wahrscheinlich ohne diesen Aufstand der gelben Turbane nicht möglich gewesen. Er hat tatsächlich die größte Bedeutung erstmal dadurch gewonnen, dass er zusammen mit anderen Verbündeten die gelben Turbane besiegt hat. Und die entstanden ja dadurch, auf der einen Seite, dass die Lage für die Landbevölkerung sehr drückend war. Das ist sicherlich eine Seite, aber auch die bürgerkriegsartigen Zustände und vor allen Dingen der desolate Zustand des Militärs, das eigentlich keine großen Verbände und Befehlsstrukturen mehr ermöglichte. Das war sicherlich ein Auslöser dafür, dass die gelben Turbane so erfolgreich rebellieren konnten. Man muss sich das aber auch so vorstellen, wir müssen uns ein bisschen in die Zeit hineinversetzen. Wenn wir heute von einer Armee sprechen, dann denken wir natürlich von nationalstaatlich organisierten Truppen, von nationalstaatlich organisierten Armeen, die viele Tausende, Hunderttausende Mann vielleicht umfassen. Oder wir denken vielleicht an die großen Schlachten des 19. oder vielleicht auch des 17. Jahrhunderts zurück. Das sieht in dieser Zeit ja noch vollkommen anders aus. Armee heißt in diesem Zusammenhang, dass das Verbände sind, die einem lokalen Anführer folgen und dann zusammen rekrutiert werden, nochmal in größere Kampfverbände. Diese besitzende Schicht, diese Bevölkerungsschicht, die größere Teile der Bevölkerung vor Ort unter ihrer Kontrolle hatte, das waren die entscheidenden Mitglieder, die solche Adlige wie Cao Cao brauchten, um schlagkräftige Truppen aufzustellen. Aber natürlich auch in dem Moment, wo die politische Führung nicht mehr zusammenhält, in dem Moment, wo es nicht mehr gelingt, die Gegensätze dieser Warlords, nenne ich sie jetzt mal, zu überbrücken, in einer solchen Zeit funktioniert auch militärische Organisation nicht mehr. Und das sehen wir bei Cao Cao, das sehen wir noch bei vielen anderen, das werden wir auch noch bei vielen anderen berühmten Persönlichkeiten der drei Reiche hier sehen. Das zeichnet eben diesen bürgerkriegsartigen Zustand aus, dass
keiner der Warlords einerseits natürlich die Oberhand gewinnt und dann damit vielleicht die anderen unterjocht, um dann wieder ein starkes Militär zu kontrollieren. Auf der anderen Seite aber eben auch, dass sich niemand dazu berufen fühlt, das zu machen, weil sie schon alleine von vornherein nicht dazu in der Lage sind, ihre Gegensätze zu überbrücken und zu überwinden. Denn diese ganzen Warlords, die liegen ständig im Clinch. Es wechseln ständig Koalitionen ab. Und eine zentrale, eine starke zentrale Macht wie zur Zeit der Hahnkaiser, die gibt es in diesem Kontext einfach nicht mehr. Das heißt also wirklich, es ist eine, wie es Saw Sawyer hier auch sagte, seine Stunde ist gekommen. Genau das ist die Gelegenheit, um vielleicht natürlich sich zum Beherrscher der anderen Clans aufzuschwingen. Und wir reden dabei nicht über eine einen großen Staat, ganz China, sondern wir reden jetzt erstmal tatsächlich von dem Kern Chinas. Und das ist in dieser Zeit insbesondere hier die nördliche Region Chinas. Und es verwundert also nicht, dass wir da zwei illustre Persönlichkeiten wie Cao Cao und Yuan Shao und Liu Bei finden. Das sind, Yuan Shao natürlich hier, Liu Bei ist ja nochmal in einer anderen Region aktiv, aber der führt ja auch aggressiv Krieg gegen Cao Cao zu einem späteren Zeitpunkt. Alleine auch die Tatsache, dass es überhaupt diese ganzen kleineren Reiche innerhalb der drei Königreiche gibt, ist ein wichtiger Indikator darauf, dass eine starke Zentralmacht oder ein wichtiger Indikator dafür, dass eine starke Zentralmacht fehlt. Was wollen die eigentlich? Nun ja, die haben eigentlich ganz normale Interessen, wie wahrscheinlich jeder halbwegs egoistisch denkende Mensch. Die wollen Land, die wollen Grundbesitz und die wollen Ämter und die wollen eigene Titel und die wollen ihre Autonomie natürlich wahren. Und insofern haben die auch gar kein Interesse daran, jemanden besonders stark werden zu lassen. Und sie haben auch kein großartiges Interesse daran, dass sich jemand ihrer Privilegien aneignet. Das ist ja auch was, das kennen wir aus dem Mittelalter sehr, sehr gut. Zum Beispiel, wenn wir uns die Strukturen im Heiligen Römischen Reich angucken, das ja später dann Deutscher Nation genannt wird, um da wenigstens nochmal so eine Einheit zu postulieren, die es ja lange Zeit nicht so in diesem Sinne gegeben hat. Aber auch da sehen wir immer, dass die ganzen Reichsfürsten beispielsweise äußerst misstrauisch sind, immer wenn es darum geht, dass die irgendwo ein Privileg verlieren können, auch wenn das noch so nichtig ist. Und das ist in dieser Zeit häufig auch so. In dieser Zeit gründen sich ja verschiedene Königreiche. Es gibt ja teilweise bis zu 7 Königreiche. Es gibt den Aufstand der 7 Könige, die sich zusammentun. Es gibt aber in dieser Zeit eben nicht mehr das starke Zentrum, das die anderen unterdrücken müsste. Und das hätte tatsächlich hier geschehen müssen. Es hätte sich jemand hier in dieser Zeit erstmal aufschwingen müssen, um die anderen Reiche zu unterdrücken, um damit wieder eine zentrale Basis zu schaffen. Und Cao Cao hatte das auf jeden Fall vor. Sein wichtigster Erfolg jetzt erstmal in der Frühzeit, da sind wir aber noch ein bisschen von entfernt, wir haben ja Frühling 191, ist eigentlich erst im Jahr 196 zu verzeichnen. Ich glaube hier, ne, ist es, nee, Moment, hier ist Hunan, wo sind wir? Liu Zhang, da sind wir, glaube ich, gar nicht so verkehrt, ne? Yingxuan, wo sind wir hier? Moment, ich hatte es doch eben. Yangshu, muss ich nochmal suchen. Dort schafft es nämlich. So, hier sind wir hier drüben. Das ist das Gebiet, das Cao Cao zu diesem Zeitpunkt schon in seinen Einflussbereich integriert hat. Und dorthin wird dann am 7. Oktober 196 die Hauptstadt verlegt, beziehungsweise der kaiserliche Hof. Und das ermöglicht nochmal zusätzlichen Einfluss und nimmt hier oder ermöglicht es einfach Cao Cao noch stärker seine Politik zu betreiben, die er hier ja im Ränkelspiel auch in diesem Spiel eigentlich betreiben soll. Tatsächlich wird in dieser Zeit die Devise Jianan, also Errichtung des Friedens, ausgerufen. Und das soll eigentlich das Motto der Herrschaft sein. Es wirkt irgendwie schon ein bisschen ironisch, dass in dieser Zeit bürgerkriegsartiger Zustände genau so eine Parole ausgerufen wird. Aber das ist ja einfach auch der große Wunsch, den viele Leute teilen. Politische Stabilität ist natürlich das, wonach sich der Großteil der Bevölkerung sehnt, insbesondere all diejenigen, die was zu verlieren haben. Und das sind natürlich auch irgendwo die besitzenden Schichten. Die versprechen sich von solchen Leuten, von solchen Warlords wie Cao Cao, persönlichen, individuellen Erfolg. Und wie gesagt, sie versprechen sich auch Landverteilung und Ämter. Es ist also kein Wunder, dass sie solchen Warlords hinterherlaufen und dann sein Gefolge stellen. Und wie das aussieht, da sehen wir im nächsten Part mehr zu. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei euch fürs Zugucken. Wünsche euch alles Gute. Pax vobiscum, Valete und Zaijian. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.